So, wir sind zurück auf Tranquilside und ich muss sagen, es ist übrigens echt sogar noch relativ voll irgendwie. Also jetzt nicht für Flive, sondern halt eben dafür, dass das irgendwie dieses, wie heißt das, New World, also glaube ich rauskam. Das ist echt, also ich meine auch Flaris und wir haben jetzt aktuell 22:46 Uhr. Es ist echt einiges los irgendwie. Also ich meine auch für Tranquilside, die jetzt normalerweise generell eher ein bisschen weniger Spiele haben. Aber allein schon mal vor dem Hintergrund. Und für Dragon Crusade ist ja echt gut was losgefühlt. Also finde ich krass. Gut, wir haben so ein bisschen ein Problem. So ein bisschen viele Probleme. Oh Gott. Ein bisschen sehr viele Probleme, wenn ich ehrlich bin. Denn, wo soll man anfangen? Ach so, warte. Oh, wir können Ringmaster geben. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Sind die handelbar? Das sind handelbar. Nee, das ist nicht handelbar. Fuck. Ja, okay, gut. Weg damit. Oh, die haben auch Geld. Und das ganze andere Zeug ist abgelaufen. Was kann ich aktivieren? Oh no. Das ging noch, okay. Ja, das ist jetzt super unlucky. Super, 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 super unlucky, leider. Ja, ich habe letztens nicht mit dran gedacht, beziehungsweise ich war online. Und es gab auch eine ganze Menge Partys und so, aber ja, ich weiß nicht, das war halt einfach, die waren alle voll im Prinzip und dachte ich mir, ja gut, drauf geschissen und so, wisst ihr. Und dachte ich mir eben, ja gut, okay, dann halt eben nicht. Tja, war aber wohl vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Und naja, jetzt stehen wir eben da und wie auch immer. Warte mal, Level 60. Wo ist denn der Dungeon? Wo war das Vieh? Warte mal. Das müsste eigentlich auf alle Fälle Darkon 1 sein, oder? Wir waren in dem Dungeon schon mal drin. Definitiv. Wir waren safe drin. Wir waren drin, doch, 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 wir waren schon mal drin. Aber wo war das Ding? Ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendwie. War das hier hinten? Nee, oder? Oder doch? War das nicht da hinten, oder? Oder war es da? Fuck, ey, ich weiß es nicht mehr. Ach so, andere Map und so. I see. I see, I see. Nee, aber ich meine, ich habe diesen New World Hype so ein bisschen mitverfolgt und habe es mir auch mal so ein bisschen zeigen lassen und durfte ein bisschen zuschauen und so. Aber ich meine, ich mag schon MMORPGs, definitiv. Also einerseits zumindest. Aber andererseits ist es halt trotzdem, ja, es fühlt sich so ein bisschen unfertig an. Ein bisschen sehr unfertig, sagen wir wirklich mal so. Also, ich meine, ich ziehe jetzt einfach mal so eine Parallele zu Flive, auch wenn es komplett falsch ist und so. Das ist rein, stimmt, ich erinnere mich. Auch wenn es total falsch ist und man das nicht machen sollte und was weiß ich. Aber ich mache es trotzdem mal und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist definitiv was anderes, wirklich was ganz anderes. Das heißt, wenn man Flive spielt, dann weiß man, man hat ein fertiges Game. Gut, das ist wahrscheinlich gelogen, weil Flive ist auch unfertig, aber mal davon abgesehen, es fühlt sich einfach, man hat andere Erwartungen und man hat vielleicht sogar die gleichen Erwartungen, aber man hat einfach ein anderes Spielerlebnis. Und naja, da gibt es einfach so ein paar Unterschiede, sagen wir es mal so.
Ist es Wind? Luft? Oh, scheinbar. Nein, ich habe kein Sammelpad mehr. Oh no. Na gut, drauf geschossen. Yay, Weapon Level Up. Alter, viel Damage aus dir durchhauen. Huhu. Ja, gar nicht mal so wenig. Das Ding kann man nur aktivieren. Ach ja, okay, Upcut hier. Hm. Deswegen, ich dachte mir gerade schon, wir machen eben gar nicht mal so viel Damage aktuell. Okay, 11k. Gut, kann machen. Ja, Gott, das hat wieder ein anderes Element. Und das, Auch damit schon ein paar Sachen. Okay, können wir aktuell nicht nutzen. Können wir das nutzen? Ja, dann bräuchten wir dann ein Wand. I know. Habe ich auch nicht dran gedacht. Leider. Alter. Wie wir durchhauen mit dem Damage. Krass. Ich weiß gar nicht. Mir wurde, glaube ich, gesagt irgendwann, dass Psykeeper hier auch irgend so einen so einen AOE haben soll. Glaube ich. Oder einen anderen AOE haben soll. Irgendwie sowas in der Art zumindest. Und da bin ich mal gespannt, was das dann sein wird. Oder sein soll. Oder ob ich mich einfach irgendwie verhört habe oder keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Fly for fun. Ich weiß gar nicht, ich glaube Fly for fun könnte man spammen, oder? War das nicht irgendwie so? War das nicht so, dass man generell irgendwie Mask davon kriegt? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. So, erstmal jetzt zumachen. Gut. Hier damit nice Level Up, 2 Level Up sogar, nice. Angel Box. Was bringt so unter 15 Cast, 10 and 15 Speed? 10 and 10. Das Ding ist schlechter? Ein bisschen zumindest. Krass. Okay, Crab Bags. Gib mir was Schönes. Das war jetzt nicht so schön. Ja, geht. Ups. Ja gut. Kritisch. Was ist das hier für ein Element? Was bei Wasser? Wind oder so? Oh Gott, Wind war schon mal nicht. Wobei, oder auch schon. Oh Gott, ich mach kein Damage. Oh Gott, das macht dann mehr Damage. Oh Gott, das macht mir zu viel Damage. Tja, mit denen kann das gleich im Vorteil. Ich kann es nicht. Oh nee. Headboxen. Nee, wir sind definitiv noch viel zu niedrig für das Ding. Das ist ein bisschen unlucky. Ja, das war jetzt ziemlich a waste, I know. Ich weiß. Sagt nix, ich weiß es. Aber trotzdem kann man jetzt da schon ein bisschen leveln, denke ich mal. Ja, bleiben wir da einfach mal. Ringmaß ist auch schon auf dem Weg. So. Ich brauche einfach nur irgendeinen Wand oder so. Ich glaube, einen anderen Wand habe ich gerade vorher verkauft. Was vielleicht gar nicht mal so schlau war. Naja, gut, aber ich meine. Ja, die gingen sowieso Two-Hit. Also man muss immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, denn die Sache ist natürlich jetzt auch die, ich meine klar, hier und da, keine Ahnung, mit dem anderen Skill und so wäre es natürlich um einiges cooler und so und nicer und weißt du nicht, aber das Ding ist natürlich auch, Two-Hit bleibt halt einfach Two-Hit, wir werden es trotzdem nicht One-Hitten, die Viecher, also glaube ich jetzt einfach mal nicht und deswegen macht es das gar keinen so großen Unterschied wahrscheinlich. Wobei, wir bräuchten halt unbedingt. Hm. 75.
Wann kriegen wir das AOE? 65. Ja, okay, gut. Nee, weil ich überlege mich gerade noch. Wir müssen dann sowieso noch das Pet farmen. Falsches Skill benutzt, läuft. Weil aktuell ohne Pet ist es halt doch ein bisschen. Ja. Nicht ganz so cool zumindest. Und deswegen, glaube ich, könnte schon Sinn machen, dass wir uns nochmal so ein Pet schnappen. Und dann vielleicht auch noch direkt ein Wand dazu und. Ja. Irgendwie so ist der Plan. Wobei ich gerade auch mir überlegen bin, was denn aktuell wirklich Sinn macht fürs Farmen. Denn das AOE bringt uns ja jetzt für Alberts Farmen nicht direkt viel. Leider. Was war das denn jetzt? Season Pass Level Up, Pass Level 7? Okay. Ah, den haben wir noch gar nicht gekauft, glaube ich, oder? Season Pass. Hier. Okay, wir haben hier. Was muss man machen? If accepted that you. If accepted if you buy mountain levels, they will not be regretted. Was? If accepted that if you buy more than 100 levels, they will not be credited. Wait, what? Alter. Nein, hier, so. Season Pass. Kommt erstmal da runter. Achso, okay, wir kaufen 1 Level, 10 Level, 100 Level. Okay. Wir wollen Rewards. Dafür müssen wir das Ding kaufen. Okay, was haben wir mit an Level 7? XP sind da oben, oder wie? Achievements, Dungeon, PvP, Monster Kills. Monster Kills, Daily Quests. Okay, interessant. Keine Ahnung wie, aber irgendwie so zumindest, theoretisch. Okay, spätestens Level Up sollte man ausgebracht haben, oder? 0,03. Hä? Hey, okay. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Beide Season Pass. Okay, wo kauft man? Ich glaube, damals war das irgendwo da unten mit drin. Lass mal suchen. Fashion Store vielleicht. Season Pass. Hier ist das Ding. 399 Punkte. Wie viel waren das? Oh Gott, ey. Warte mal, ich mach mal nebenbei noch schnell das Ding auf. Dragon Crusade Punkt 1. So, mal kurz schauen hier. Loggen. Und. Also, ich habe genug Punkte und so, das ist nicht das Ding, aber ich will es gerade nur wissen. Okay, Voucher brauchen wir trotzdem nicht. Fashion Coins, hier. 900. Alter, es ist wirklich. Es ist maximal verdingst. Verschleiert. Okay, wir kriegen für 950 Punkte 100 dieser Coins. Das heißt, wir bräuchten 3800 Fashion Coins. Hier Donate Chips. Welche. Wie viel kosten? 3000 Coins sind 10 Euro. Ah ja, okay, gut, das geht. Ich dachte mir schon irgendwie so, das sind bestimmt so richtig, keine Ahnung, irgendwelche krassen, wobei ich glaube, ich mir wurde es sogar erklärt oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, aber ich dachte mir so, bestimmt ist irgendwie 25 Euro oder so ein Scheiß. Aber nee, tatsächlich, also 10 Euro ist wirklich, das ist fair. Also ein bisschen drüber, das sind jetzt 12 Euro, glaube ich, oder so. Das ist sehr fair, das ist echt ein fairer Preis. Ja, da würde ich sagen, das gönne ich mir mal schnell. Fashion Coins. Level Up. 2, 3, 4. Dann wird er mal kurz schnell gerelockt. Und dann bin ich mal gespannt, was genau das aktuell mal erwartet. So. Dann müssen wir kurz nochmal rein in den Fashion Store. Ne, noch nicht. Ne, doch, oder?
Ach genau, hier haben wir den Dinger. Season Pass. Ein Stück. Was haben wir jetzt bekommen hier? VIP, ein Tag, okay. Event Token haben wir auch noch bekommen. Und hier haben wir den Season Pass. Genau, haben wir aktiviert. Season Pass. Warum haben wir jetzt den Season Pass Level abgemacht? Warum haben wir jetzt hier 92% drin? Maximale Verwirrung. Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber wir haben irgendwie jetzt XP bekommen. Ich verstehe generell jetzt nicht, wie man da XP kriegt und so. Ich meine, Achievements und so, okay. Oder gab es gerade ein Achievement fürs Öffnen? Nicht sicher. Gut. Dann. Get Rewards. Ah ja, okay. Scroll of Reduction. Mir fehlt ja persönlich so ein bisschen ein Haken oder so, dass es, oder an, dass das Ganze ausgegraut ist. Oder durchgestrichen wäre oder sowas in der Art. Lucky Box. Ah, Lucky Box Panda Beats. Ist es gut? 15J, 15 Jahre, okay. Full Shot, okay, interessant. Ah ja gut, das bringt es eher weniger. Das packen wir damit rein, dann hauen wir noch das VIP. Warum jetzt schon wieder zwei VIPs? Verstehe nicht. Okay, gut, dann. Ja, sieht aber ganz gut aus. Call of Sprint haben wir noch bekommen. Perfekt. Ja, super Sache, definitiv. Und jetzt sind wir Level Up, schön. Und wir haben. Jetzt haben wir XP bekommen. Aber jetzt haben wir 0,4% und sind immer noch Level 8. Hi Dani, ich finde schon die ganzen Bugs. Nee, ist es ein bisschen komisch. Vielleicht war das Level Up vorher auch ein Bug. Ich weiß es echt nicht. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich kann nicht mehr reden. Und vielleicht fahre ich jetzt noch mit meinen Amplis und Lord Buffs nochmal schnell das Pad da. Denn ohne Pad ist es gar nicht mal so geil zu leveln. Und ja, in dem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.